die 215. Folge Kreative Fragen. Und die Tradition hat gezeigt, dass wir normalerweise mit irgendwas Lustigem oder irgendeiner total verrückten Rechnung einsteigen. Heute will ich mal ganz anders einsteigen, und zwar mit einer Frage von Gen 30. Er fragt nämlich, was ist denn jetzt die beste Gaming-CPU? Der Ryzen 9 7950X3D oder der Intel Core i9 13900KS? Wie meine Benchmarks gezeigt haben, unbestritten der 7950X3D. Und ja, die Woche ging es wegen dem Prozessor auf beim Kanal ziemlich rund. Ich finde es aber schön, dass wir nochmal drüber geredet haben, und vor allem finde ich schön, dass ich über so Dinge mit euch als Community auch reden kann. Umso wichtiger finde ich es aber auch, euch jetzt mitzuteilen, dass AMD einen neuen Chipsatztreiber hat. Und so wie es aussieht, macht dieser neue Chipsatztreiber eben diesen Command gänzlich überflüssig, und AMD hat auch einen Blogpost verfasst, in dem sie erklären, was ihr eben machen müsst, wenn ihr euch so eine X3D-CPU kauft. Das ist jetzt nicht mehr so ungemein viel. BIOS-Update solltet ihr machen, Chipsatztreiber solltet ihr installieren, neueste Windows-Version solltet ihr haben und grundlegend seid ihr damit good to go. Ich habe euch diesen Blogpost nochmal in der Videobeschreibung verlinkt für alle, die sich eben jetzt eine X3D-CPU holen wollen. Denn nochmal hier betont, der 7950X3D ist verdammt schnell, verdammt stromsparend. Wenn ihr aber wirklich meine Einschätzung wollt, wartet vielleicht noch auf den 7800X3D, weil ich finde, dass das wirklich eine interessante CPU werden könnte. Anderer Anfang als sonst, ihr könnt mir trotzdem schon mal einen Daumen in nördlicher Richtung da lassen, wenn ihr es auch so toll findet, dass wir über alles reden können. Stellt mir schon mal eine Frage für die nächste Woche Kreative Fragen und wir machen gleich direkt weiter. Das heutige Video wird euch präsentiert von mir. Klingt komisch, ist aber so, denn in meinem Merchandise-Shop gibt es momentan 10% auf alles. T-Shirts, Hoodies und Tassen im entweder Kreativecke oder sogar RGBismus-Design und sogar Fußmatten. Und jetzt bitte keine Fußfetisch-Kommentare, okay? Und die burgundifarbenen T-Shirts und Hoodies sind sogar noch stärker reduziert. Link ist in der Videobeschreibung. Der Nebelstiefel hat mich gefragt, wie findest du Gronkhs neuen Gaming-PC? Ich wusste nicht mal, dass Gronkh einen neuen Gaming-PC hat und naja, er hat mir gesagt, dass das vor 2 Monaten war. Und tatsächlich ist es wenig verwunderlich, dass ich davon nichts wusste, weil das ist diesmal auch nicht in Kooperation mit beispielsweise Caseking gelaufen oder so. Der wurde nämlich zusammengestellt von Streamcare, also ein Systemintegrator scheinbar, so wie es aussieht, der sich auf Streamer fokussiert. Und über Preise kann man hier natürlich auch diskutieren, aber wir wollen ja über den neuen Gaming-PC von Gronkh reden. Denn eines kann man hier durchaus sagen, die bei Streamcare, die wissen definitiv, was sie machen. Von diesem PC gibt es nämlich ein Bildlog, der alles zeigt, was darin verbaut ist. Und naja, wir brauchen, glaube ich, nicht drüber reden, dass Gronkh hier so ziemlich die krasseste Hardware am Markt bekommen hat, also ein 13900K und eine RTX 4090. Ich meine, klar, das ist der Wahnsinn, aber letztendlich ist es das, was man in sehr, sehr vielen High-End-Streamer-PCs sieht. Viel interessanter finde ich bei diesem Rechner das Konzept. Der heißt nämlich Stormtrooper, ist also mal komplett auf weiß ausgelegt. Und geil finde ich, dass hier wirklich alles aufeinander abgestimmt ist. Das Mainboard passt zu 100% rein, das ist nämlich ein Asus Z790 Apex. Eigentlich ein Overclockerboard, was man auch daran sieht, dass es eben nur 2 RAM-Slots hat, aber holy moly, das ist ein richtig, richtig nettes Mainboard. Und würde ich jetzt ein All-White-Build machen, würde ich mich wahrscheinlich auch für genau dieses Brett entscheiden, weil es eben sehr, sehr viele weiße Akzente mitbringt. Oder habe ich vielleicht sogar schon eins da? Man weiß es noch nicht. Dementsprechend haben sie beim RAM tatsächlich eine Vollbestückung mit nur 2 RAM-Sticks. Und zwar dem Corsair Dominator Platinum RGB in Weiß, 32 GB DDR5 6200 MHz CL36 und das Board hat einen DIMM.2-Steckplatz. Ja, sieht man nicht so häufig, das sieht mehr oder weniger aus wie ein Steckplatz für Arbeitsspeicher, nur ist es für einen Aufsatz, auf den man dann SSDs draufschrauben kann. Und sogar die SSD kommt von Asus ROG, das ist eine SQ7. Ich kann nicht so ungemein viel zu der sagen, weil ich die noch nicht getestet habe. Da die allerdings unter diesem fetten Kühlkörper sitzt, ist es auch nicht schlimm, dass die eben nicht weiß ist. Und das Case, wie sollte es auch anders sein, ist ein Lianli O11 Dynamic. Und zwar ein Evo in der weißen Variante. Ich meine, was auch sonst, jeder Streamer hat ein Lianli O11 Dynamic in irgendeiner Ausführung. Gefühlt zumindest. Die Grafikkarte erkennt man später nicht mehr, weil die auf einen Wasserblock von EK umgebaut wurde. Genauso hat das System natürlich auch eine komplette Custom-Wasserkühlung. Besonders interessant finde ich aber die Lianli Uni-Fans, denn das sind RGB-Lüfter. Allerdings haben die Daisy Chain. Wer jetzt keine Ahnung hat, was Daisy Chain ist, lasst es mich kurz erklären. Der größte
größter Abfuck, wenn ihr irgendwie RGB-Komponenten verbaut, sind diese ganzen Kabel. Diese Lüfter steckt ihr einfach mehr oder weniger ineinander und am Ende braucht ihr dann nur ein Kabel, nennt sich Daisy Chain, würde ich mir von viel, viel mehr Herstellern auch noch wünschen. Statt der Scheibe im Lianli O11 Dynamic Evo haben sie vorne eine Distroplate verbaut, finde ich, sieht extrem gut aus. Und bei den Rohren wurde, so wie es aussieht, gar nicht mit Biegungen gearbeitet, sondern alles wurde parallel verlegt und der Rest wurde mit Winkeln gemacht und auch die Fittinge, das sind die von IK, die habe ich glaube ich auch, die passen da enorm gut drauf. Also wir halten einfach mal fest, leistungstechnisch absolut stimmig, optisch mehr als stimmig. Ich würde sagen, von meiner Warte aus hat der Papa von YouTube hier auf jeden Fall ein absolutes Masterpiece bekommen. Das Witzige dabei ist, klar, der PC ist schweineteuer und nochmal teurer als das, was ich hier bei Geizhals nachkonfiguriert habe, weil so eine Distroplate und so kann man schwer einrechnen. Aber für einen Preis von ungefähr 5.600 € habe ich schon deutlich schlechtere Fertig-PCs gesehen. Rein preis-leistungstechnisch kann man das natürlich anders machen, aber das war ein absolut geiler Custom-Build. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Rechner meint. Tommy5859 fragt, lohnt es sich eine RTX 4070 Ti zu holen wegen DLSS 3 oder doch lieber eine RX 6950 XT? Also bei Ada Lovelace, aka den neuen Nvidia-Grafikkarten, finde ich gerade DLSS 3 ist ein richtiges Argument. Ich finde es schade, dass sie es augenscheinlich zumindest mal nicht geschafft haben, das Feature in die alten Karten zu implementieren, weil DLSS 2.0 beispielsweise war ja nur Upscaling, das hier ist tatsächlich Frame Generation, das bedeutet, zwischen zwei traditionell gerenderte Frames wird nochmal einer interpoliert, wenn ihr so wollt. Und damit habt ihr grundsätzlich mehr FPS, was ich absolut geil finde. Ich würde wahrscheinlich eher zur 4070 Ti tendieren, auch wenn man wirklich sagen muss, dass mit dem Speicherinterface, das ist gar nicht so geil, aber dafür ist die Karte zum Beispiel effizienter. Und wenn man das alles gegeneinander aufwiegt, dann ist in dem Fall die neue Generation von Nvidia aus meiner Sicht cooler als die alte Generation von AMD. Strategosaurus fragt mich, kannst du vielleicht mal erklären, wie man die TDP der CPU reduzieren kann, zur Reduzierung der Abwärme. Habe gehört, das geht im BIOS. Kannst du das bitte noch anschaulich erklären? Also grundlegend geht das bei jedem Mainboard-Hersteller und manchmal von BIOS zu BIOS-Version unterschiedlich. Das Prinzip ist aber immer das gleiche und zwar das Power Limit oder die Power Limits PL1 und PL2 für die CPU einstellen, womit das Mainboard der CPU quasi sowas sagt wie Halt, Stopp, mehr Strom darfst du dir nicht ziehen. Bei meinem Gigabyte BIOS findest du das im Advanced Mode unter Tweaker und dann Advanced CPU Set. Dann scrollst du ein bisschen runter und dann siehst du das Power Limit. Das steht dann auf 4095 Watt im PL1 und PL2. Das ist der Maximalwert. Das heißt, die CPU kann sich wirklich so viel ziehen, wie sie möchte. Es gibt aber für diese Power Limits auch Vorgaben von Intel selbst. Ich habe euch das für die neuen CPUs mal in die Videobeschreibung geschrieben. Dann wisst ihr genau, was ihr da einstellen solltet. Für den 13900K sind das im PL1 125 Watt und im PL2 253 Watt. Und stelle ich das nicht ein, dann gönnt sich mein 13900K tatsächlich 320 Watt im Cinebench. Also das ist durchaus mal eine Einstellung wert. Denn die CPU läuft ein bisschen stromsparender und vor allem kühler. Hans Dampf fragt mich, welches Headset ist deiner Meinung nach aktuell das Beste auf dem Markt? Und das ist gar nicht mal so eine einfache Entscheidung. Deshalb habe ich dieses Jahr zum Beispiel auch für Wireless-Headsets auf jeden Fall eine Top 5 Empfehlung gemacht. Und ich würde sagen, für mich ist ein Headset erstmal gut, wenn es kabellos ist. Bevor ihr jetzt aber flamet, ja natürlich, kabellos kann nie so gut klingen wie zum Beispiel kabelgebundene Kopfhörer und wenn es dir einfach nur ums Hören geht, dann hol dir gute Studio-Kopfhörer. Ich habe da mal ein paar in der Videobeschreibung verlinkt. Aber mit einem kabellosen Headset kann ich mich eben auch in Calls oder wenn ich mal im Teamspeak oder Discord hocke mit Leuten einfach im Raum bewegen und das macht es so unglaublich praktisch. In meiner Top 5 Empfehlung hat zwar den ersten Platz das Arctis Nova Pro Wireless gewonnen, allerdings wirklich auch nur wegen diesem wechselbaren Akku, denn ihr habt so eine Ladeschale, das ist gleichzeitig auch die Sendestation, da ist ein wechselbarer Akku drin. Das heißt, dieses Headset müsst ihr nie laden, weil immer ein Akku lädt, während der andere Akku verbraucht wird in der Ohrmuschel. Denn das Mikrofon ist wirklich nicht gut und ganz ehrlich, wenn ihr ein preis-leistungsstarkes Gaming-Headset wollt und das auch noch kabellos sein soll, dann kann ich nur das Corsair HS80 empfehlen und das wird so lange mein Dauerbrenner, bis es wirklich endlich mal abgelöst wird, denn das ist teilweise auf Amazon oft so reduziert, da lohnt sich was anderes kaum. The Fantail fragt, ist die Arc A770 für den Preis in Ordnung, da sich meine RX 5700 XT
langsam verabschiedet. Und da empfehle ich dir einfach mal in meine Grafikkartenkaufberatung bis 500 Euro von gestern reinzuschauen, denn wir haben festgestellt, ja, die ARC A750 ist absolut eine Empfehlung wert, weil sie eine sehr, sehr starke Preis-Leistung liefert. Die ARC A770 ist, was so Video-Encoding, AV1 und so weiter betrifft, wirklich stark, aber nicht unglaublich viel stärker als eine A750, allerdings wesentlich teurer, und in der Preisklasse gibt es eigentlich fast nur Besseres von den anderen beiden Herstellern. Allerdings, wenn der Fokus natürlich auf Gaming liegt. Der Kito 1693 fragt, habt ihr Zeit einen Ryzen 7 5800X 3D und wollte fragen, ob sich das Upgrade auf die späteren 3D-Modelle lohnt, die ja bald kommen sollten? Da kann ich dir jetzt ganz klares Nein sagen aus meiner Sicht an der Stelle, denn mit dem Upgrade ist bei dir ja noch ein Upgrade auf ein neues Mainboard verbunden, auf neuen Speicher und so weiter. Das heißt, das wird insgesamt so oder so teuer, und der Ryzen 7 5800X 3D, der ist trotz letzte Generation immer noch eine der empfehlenswertesten Gaming-CPUs am Markt. Deshalb sehe ich da auch gar keinen Grund für dich, jetzt ein Upgrade zu machen. Und The Manjoy fragt, wieso heißen deine Freitagsangebote auf Dubaro Freitagsangebote? Und weil ihr erstens immer diese Musik hört, wenn es in die Werbung für die Freitagsangebote geht. Und eigentlich ist es so, wir haben früher jeden Freitag ein neues Angebot gemacht, bis wir uns dann letztendlich dazu entschieden haben zu sagen, okay, wir machen nicht nur ein Angebot, sondern wir machen grundsätzlich mehrere, und ich mache freitags halt immer Werbung dafür, weil das halt zu kreative Fragen dazugehört. Und wenn ihr sehen wollt, was Dubaro jetzt momentan auf meiner Freitagsangebotsseite im Angebot habt, dann klickt jetzt mal auf den Link in der Videobeschreibung und schaut es euch an, denn viel mehr brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Das soll es für diese Woche auch wieder gewesen sein. Ihr wisst aber, was zu tun ist. Ich brauche nämlich Fragen für die nächste Woche, kreative Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.